Hallo ihr Lieben, ja, ich wollte mich einmal kurz zurückmelden. Ich habe den Renovierungsmarathon bald überstanden. Ich habe gestern Abend noch ganz schnell, also weiß gestrichen, nachdem ich ja das Video gemacht hatte. Und dann gestern Abend noch, dann, ich glaube es war 9 Uhr, da fing das Fußballspiel an, Wales gegen Portugal. Da habe ich dann noch ganz schnell die Küche grau gestrichen, weil ich dachte, wenn ich heute Morgen aufstehe und kann die Arme nicht mehr bewegen, ja, dann ist es wohl nichts mit Küche streichen. Ja, habe ich das also gestern Abend noch schnell gemacht. Ich war auch eigentlich ganz schnell fertig. Ja, so bis zur Halbzeit, dann war ich durch. Dann noch alles wegräumen, die Rollen sauber machen. Und ja, dann habe ich dann um 10 Uhr bin ich dann duschen gegangen. Und um 10:30 waren wir dann im Bett. Ja, dann bin ich heute Morgen aufgestanden. Mir geht es immer noch total mies, mir tut immer noch alles weh. Und was habe ich gemacht? Ich habe mir natürlich schon wieder die nächste Aufgabe aufgeheizt und werde ich euch jetzt gleich auf jeden Fall mal zeigen. Ja, ich bin ja so verrückt. Ich habe ja, keine Ahnung. Also ich habe immer die besten Ideen, ehrlich. Also es ist wirklich immer eine gute Idee, nur wenn man es selber umsetzen muss, schrecklich. Also ganz ehrlich, hätte ich vorher gewusst, was das für eine Arbeit ist, hätte ich es gar nicht gemacht. Ich zeige euch auf jeden Fall jetzt mal die Küche. Die ist ja jetzt schon grau gestrichen und mein Mann hat auch schon einen Schrank wieder aufgehangen. Der ist jetzt gerade wieder unterwegs. Den Rest macht er dann gleich. Ich hoffe, er kommt nicht ganz zu spät, weil heute spielt ja Deutschland. Ja, wollen wir natürlich gucken. Ja, ich zeige es euch jetzt mal. Dann zeige ich euch auch direkt mal, welche Aufgabe ich mir schon wieder aufgeheizt habe. So, ihr Lieben, wie ihr seht, es ist schön grau gleichmäßig. Da ist der Eckschrank schon. Ihr seht es wahrscheinlich da unten schon, was ich mir wieder für eine Arbeit antue. Dann Dunstabzugshaube hängt auch schon wieder. Und was soll ich sagen? Ich bin so super zufrieden. Das ist so schön geworden, schön hell. Herrlich. Mein Mann, also da oben an der Decke, da habe ich ein bisschen gekletscht, aber da kommen noch so Deckenpaneelen dran. Deswegen sind da auch schon so diese braunen Balken. Und ja, das hier ist ja der Fliesenspiegel vorher und das hier ist dann der Fliesenspiegel nachher. So soll es aussehen. Gebt mir doch mal einen Kommentar, wie ihr das findet, ob ihr das Graue schöner findet oder das Rote. Also ich konnte dieses Dunkelgrau da jetzt nicht mehr sehen und habe das dann einfach ja, rot überklebt. Und das ist gerade die Aufgabe, die ich gerade meister. Ich weiß nicht, wie viele Stunden ich schon dran bin. Ich habe auf jeden Fall so langsam echt wieder mal ja, den Hals voll. Ja, ihr Lieben, was man nicht so alles tut, für eine schöne Küche zu haben. Na? Also wie gesagt, gebt mir mal einen Kommentar unten, wie ihr das findet, ob ihr das Rote schöner findet oder das Grau. Also ich finde das Rote schöner, weil ich mich an dem Grau wirklich mittlerweile total satt gesehen habe. Ich kann es echt nicht mehr sehen. Und ja, wie gesagt, mein Mann, der hängt jetzt heute Abend noch die restlichen Schränke auf. Dann müssen wir die Schränke wieder einräumen und ja, dann werde ich euch auf jeden Fall nochmal zeigen, wie es denn dann aussieht, wenn alles fertig ist. Ich hoffe, ich komme mit der roten Folie hin, weil ich befürchte, dass ich schon wieder zu wenig habe, wie immer, wenn ich irgendwas mache. Ja, wenn es denn dann so ist, dann muss ich noch mal losfahren und noch eine Rolle Folie holen. Aber ich finde, es ist schön. Ich finde es wirklich sehr, sehr schön. Das Einzige, was mich jetzt ein bisschen stört, ist, dass ich da oben an der Decke so ein bisschen, ja, so ein bisschen geklatscht habe. Aber auch mit dem Wissen, dass da sowieso so Paneelen kommen an die Decke, dass man es nachher sowieso nicht mehr sieht. Aber bis dahin sieht man es halt, ne? Gut, aber mein Mann hat gesagt, ist nicht so schlimm. Vielleicht machen wir es am Wochenende schon mit den Deckenpaneelen, dann haben wir die Küche auf jeden Fall fertig. Was wir auch noch machen, oder ich wahrscheinlich, ich nehme euch gerade mal so ein bisschen so mit. Der Türrahmen wird natürlich noch weiß lackiert. Ja, weil der sieht nämlich auch nicht mehr so schön aus. Da sind auch so ein paar Flecken dran, die gehen einfach nicht mehr ab. Also Schmutz, ich weiß auch nicht. Da ist auch schon brauner Lack ab. Also das sieht nicht so schön aus. Das wird auf jeden Fall auch noch weiß lackiert. Von mir wahrscheinlich. Weil ich sehe gerade, der Lichtschalter ist aber ekelig. Den muss ich auch noch mal sauber machen. Ja. Ja, heute trinke ich mal keinen Kaffee, wenn ich mein Video mache. Mein Mann sagte gestern Abend, und hast du jetzt wenigstens genug oder
Hast du schon das nächste Projekt im Auge? Ganz ehrlich, ich hatte ja auch schon Farbe hier stehen für unseren Flur, weil die Farbe kann ich nämlich auch nicht mehr sehen. Und ich meine, Alpina wäre noch genug da, habe ich ja gestern erst neu geholt. Und die neue Farbe, die im Flur ran soll, die habe ich auch schon da. Wer weiß, vielleicht packt uns am Wochenende nochmal die Motivation und wir machen dann noch den Flur. Dann haben wir hier unten fast alles. Das Einzige, was dann eventuell nochmal gemacht werden müsste, ist das Esszimmer. Allerdings haben wir das vor kurzem erst renoviert. Aber das ist auch wieder sowas. Ja, das ist immer so. Man sagt ja, wenn man so mit viel bunten Farben hantiert, dass man sich ganz schnell auch mal an einer Farbe satt gesehen hat. Dann habe ich immer gedacht, nö. Also denke ich nicht. Mittlerweile, also meine rote Küche, die ist jetzt 8 Jahre alt, die kann ich immer noch sehen. Das ist mein Herzstück. Aber im Esszimmer haben wir so ein hell Türkis. Ja, fand ich mal ganz schön. Mittlerweile bin ich da auch etwas ja, satt von der Farbe. Wohnzimmer ist sowieso in weiß und auch hellgrau eine Wand gestrichen. Also so wie hier die Küche. Und ja, ich mag es einfach hell. Ich glaube, hell ist auch besser. Dann so, ja, mein Speicher war gerade voll. Deswegen ja, muss ich jetzt ein bisschen schneiden, wahrscheinlich, wenn ich das Video hochlade. Ja, ich hatte zu viele Videos auf meinem Handy und dann zeigt er unten an, wie viel Zeit noch ist zum Filmen und dann auf einmal hört er einfach auf zu filmen, wenn der Speicher voll ist. So, jetzt bin ich aber wieder da. Jetzt weiß ich aber auch gar nicht mehr, was ich gesagt habe, bevor mein Handy gestreikt hat. Hier ist immer noch Chaos. Also ich sag's euch, ich bin froh, wenn es vorbei ist. Draußen ist Chaos, weil wir mussten ja die Schränke ausräumen. Da steht alles draußen auf unserem Terrassentisch. Und hier ist Chaos. Ich bin froh, wenn es fertig ist. Ehrlich. Was man immer so macht, auf welche Ideen man kommt, wenn man Urlaub hat. Als hätte man sonst nichts zu tun. Ich wollte unbedingt noch nähen. Ja, mal gucken, vielleicht schaffe ich das heute noch. Wahrscheinlich eher nicht. Ich muss ja noch hier den Fliesenspiegel fertig machen. Ja, und dann bin ich wahrscheinlich auch froh, wenn ich gleich einfach fertig bin mit allem. Ja, der Nacken tut immer noch weh, mein Rücken tut auch immer noch weh. Und ja, jetzt werde ich auf jeden Fall mal gucken, dass ich den Fliesenspiegel fertig bekomme, bis mein Mann da ist, dass wir die Schränke aufhängen können, einräumen können, dass das Chaos hier beseitigt ist. Und dann werde ich einfach versuchen, mich bis am Sonntag einfach zu schonen. Leider haben wir keinen in der Familie, der gut massieren kann, sonst würde ich mich mal massieren lassen für meinen Rücken. Mir tun nämlich die Muskeln weh. Also es sind nicht die Knochen, es sind wirklich die Muskeln, die es einfach nicht gewohnt sind, ja, in dieser Zeit, also in dieser kurzen Zeit, so viel machen zu müssen. Ihr wisst wahrscheinlich, was ich meine, ne? Ja. Ich muss immer aufpassen wegen dem Fenster. So. Ja, ich werde jetzt mal weitermachen. Ich habe zwar keine Lust, ihr merkt es wahrscheinlich, weil ich immer versuche, noch irgendwie was zu finden, was ich euch erzählen kann. Aber es nutzt nichts, ne? Ich muss jetzt weitermachen. Wie gesagt, sagt mir mal, was ihr schöner findet, rot oder grau. Also rot bleibt auf jeden Fall dran, aber wäre ja mal schön, wenn ihr mir einfach mal sagt, wie ihr es so findet. Ich finde es auf jeden Fall ganz klasse. Und ich werde euch auf jeden Fall gleich nochmal zeigen, oder heute Abend, wenn wir mit allem fertig sind, wie es aussieht. Also bis dahin mache ich jetzt mal einen Cut. Und mache jetzt mal meine Arbeit weiter, da ich fertig werde. Bis später. Ja, tatsächlich muss ich noch mal raus, neue Folie holen. Es ist im Moment nicht mein Glückstag oder meine Glückszeit generell. Ich bin noch immer nicht fertig. Ich habe keine Lust mehr. Ich habe keine Lust mehr. Ja, jetzt zeige ich euch mal, wie weit ich gekommen bin. Jetzt, wie gesagt, war ich gerade noch mal neue Folie holen. Muss jetzt wieder von vorne anfangen, mich wieder ein bisschen motivieren, damit ich auch fertig werde. Ich habe keine Lust mehr. Also ich sag mal so, es ist ja fast geschafft, ne? Also es ist jetzt nur noch so dieses kleine Stück hier unter der Steckdose und da vorne das Stück und dann habe ich es Gott sei Dank geschafft. Aber ich meine, es sieht nicht so viel aus, aber es ist wirklich sehr viel. Ich habe auch gedacht, ich werde schneller fertig. Aber ich bin ja schon seit heute Morgen irgendwie dran und es nimmt kein Ende. Ja, jetzt werde ich wieder neu schneiden und neu kleben und hoffen, dass es endlich bald ein Ende nimmt. Ja, wir haben jetzt fast 7 Uhr. Ich bin noch immer nicht fertig, aber ich mache jetzt echt Feierabend. Ich habe keine Lust mehr. Dann muss ich da morgen noch mal ran.
Ja. Wer hatte auch diese Idee? Nee, also wie gesagt, ich mache jetzt Schluss. Ich mag nicht mehr. Ich gehe jetzt in aller Seelenruhe duschen, schön heiß. Vielleicht ist mein Mann so lieb und cremt mir nachher mal den Rücken ein. Weil, was ist denn Lucy? Die Kleine will raus. Ja, wo ist denn meine Mausi? Ja, wo ist denn meine Mausi? Wo ist denn meine Mausi? Da! Ja. Na komm, geh mal raus. Ab. Die muss mal raus. So. Wie gesagt, ich mache jetzt Feierabend. Ich habe keine Lust mehr heute. Es ist nicht mehr viel, aber wie gesagt, ich habe einfach keinen Antrieb mehr. Morgen gibt es sowieso ein neues Video. Morgen bekommt der Große ja Zeugnisse und dann zeige ich euch morgen das Endergebnis, weil jetzt ist wirklich Schluss. Ja. Ich zeige euch mal eben kurz, was ich eigentlich noch machen müsste. Also es ist wirklich nicht mehr so viel. Ja, es ist jetzt eigentlich nur noch da hinten diese kleine Ecke. Und dann halt unten an der Abschlussleiste von der Arbeitsplatte. Aber wie gesagt, ach so, und da am Kühlschrank. Aber ich habe keine Lust mehr. Ich mache jetzt auf jeden Fall Feierabend. Und wir sehen uns dann einfach morgen. Dann zeige ich euch morgen dann, wie es aussieht. Ich hoffe, morgen ist dann auch das letzte Video mit Renovierung. Ja, weil ich weiß, also ich bin echt der Meinung, es reicht. Also man muss doch keine drei Videos machen wegen einer Küchenrenovierung. Das ist ja furchtbar. Ich habe gestern Abend noch gedacht, so ganz schnell machst du noch das Grau, dann bist du morgen fertig. Und ja, dann kam mir dann heute Morgen die Idee, mit den roten Fliesen dazwischen zu machen. Ja, ich habe gedacht, es geht schneller, geht es aber leider nicht. Und jetzt, wie gesagt, halb fertig oder fast fertig, bleibt es eben liegen. Mag ich normalerweise auch nicht. Wenn ich was anfange, bringe ich das eigentlich immer zu Ende. Wer weiß, vielleicht reitet mich da auch gleich wieder was und ich stelle mich doch noch hin und mache es fertig. Ich weiß es nicht. Aber für euch gibt es auf jeden Fall morgen ein Video mit der fertigen Küche. Dann ist auf jeden Fall alles gemacht. Dann sind die Schränke auch wieder aufgehangen, alles eingeräumt, die Fliesen sind fertig und. Dann gibt es morgen eine kleine. Nee, ich mache einfach morgen kurz ein Video. Dann seht ihr das Endergebnis. So, genug gequatscht. Ich wünsche euch einen ganz tollen Abend. Drückt den Deutschen die Daumen. Die spielen heute Abend. Vielleicht kommen wir ins Finale und schlagen Portugal. Dann wären wir noch Europameister. Wäre ja schön. Also wie gesagt, habt einen schönen Abend. Daumen drücken. Und wir sehen uns morgen. Tschüss.